Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir gehen jetzt zurück nach Hogwarts und in diesem Part beginnen wir das freie Spiel. So, und als erstes hol ich mir etwas sehr Wichtiges. Nämlich erstmal den Minikit-Detektor. Ich habe kurz vor der Folge, vor diesem Part hier mal kurz nachgeguckt, wo sich der befindet. Ganz einfach hier nach ganz rechts laufen zu den Ravenclaw ich kann nicht reden, egal, auf jeden Fall hier einmal Zutritt beschaffen. Jetzt kann ich das nicht hochheben, mach Respawn noch so, das wäre geschafft. Dann muss man sich hier einmal kurz den richtigen Charakter natürlich holen. Einen von Ravenclaw. Der hier war nicht von Ravenclaw, oder? Einmal kurz zum getroffenen Kessel. Muss natürlich auch mal kurz sein. Verdammt! Gut, dann kaufen wir uns kurz einen von Ravenclaw. Ja, super. Okay, hier einfach mal rein. Ich weiß, wer das ist, nur ich weiß nicht, ob wir den schon freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon irgendeinen von Ravenclaw haben. Mann, ich will hier nicht tausendmal Ron kaufen, ich will einfach einen von Ravenclaw. Katie Bell, kommt die von dort? Ich kaufe... Nee, kommt sie nicht, das sehe ich jetzt schon. Super. Ich weiß es nicht. Der könnte vielleicht... Gryffindor. Vielleicht haben wir auch einfach einen Ravenclaw-Jungen oder Mädchen. Aha. Okay. Da haben wir schon einen. Kann man auch so ganz schnell... nein. Gut, dann verwandle ich mich jetzt hier einfach schon mal kurz schnell direkt in den... Ravenclaw-Junge. So. Ich würde nämlich auch halt erst gerne den Minikit-Detektor haben, bevor ich überhaupt daran denke, ein freies Spiel in dem Level zu starten. Also ist ja hier eigentlich kein Minikit-Detektor, ist ja hier der Hauswappendetektor. So, der Geist zeigt uns jetzt auch keinen Weg mehr an. Der klatscht uns jetzt nur, also. Der applaudiert uns. So. Was haben wir hier? Kann man ja auch nochmal schon mal ganz kurz nach anderen Sachen gucken. Eine Kanone oder ein Fernrohr. Penelope Clearwater. So, und da hat sich das Spiel gerade bedankt, dass wir das Spiel abgeschlossen haben, indem es einfach mal abstürzt. Natürlich auch mal was Schönes. Darauf hätte ich auch natürlich gerne verzichten können. So, das wird auf jeden Fall gespeichert. Dann renne ich jetzt hier halt nochmal hoch. So. Dankeschön, Spiel, für den Absturz. Bitte mach das nicht nochmal. Okay. Dann geht's jetzt hier rein. Ich hasse eins immer, wenn es abstürzt. Man hat denn immer Angst, dass es erneut abstürzt. Ich bezweifle mal, dass es jetzt direkt ein paar Sekunden später erneut abstürzen wird. Aber es wäre halt möglich. Und das, ja, gefällt mir logischerweise nicht so. Ja, jetzt spawnt dort oben Charakter, wo ich hier bin. Super. Kann ich hier das als Trampolin nutzen? Ja, kann ich.
Gabriel Delacour. So, und zwar, es hat mit dem Teil hier in der Mitte zu tun. Man muss ja nämlich was bauen. Für die, die es übrigens schon vergessen haben, wir sammeln gerade den Hauswappendetektor. Kann man ganz leicht vergessen. Nachdem gerade so viel passiert ist in den letzten Sekunden. Das ist echt komisch, nicht Harry zu spielen. Ah, hier, okay, das kann ich noch benutzen. Und das hier sieht irgendwie auch so, also der Tisch hier wollte ich, den Tisch hier wollte ich eigentlich benutzen. Ist hier links irgendwas? Nö, einfach nur. Okay, was jetzt? Achso, anschießen und ein Vogel. Und da ist auch schon der rote Stein. Wo ist denn die Eule? Oh, und Geld. Aber wo ist die Eule? Eule? Ich bin jetzt so oft dran vorbeigelaufen eigentlich. Und habe trotzdem vergessen, dass sie dort ist. So. Hogwarts Wappenfühler. Ich nenne es Hogwarts Wappendetektor. Hier unten ist noch irgendwas. Aha. Hört sich das schon mal toll an. Ups, Entschuldigung. Ich glaube mit dem... Ups. Ich wollte gerade sagen, ich glaube mit dem Betten war irgendetwas. Aber das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, der ist wohl weg. Ah, ja genau. Fatma Ballkleid. Und 5 goldene oder gelbe Bücher. Da unterm Bett ist noch eins. Ne, das sind echt goldene Bücher. Aha, was? Ah, okay, ich habe den Schülern Gefahr gerettet. Ja, danke, Hilfe, ich werde weggeschoben. Oh, der fährt ihm jetzt hinterher. Oh. Okay, dann sind hier mit Sicherheit, sollte ich nochmal irgendwie zurückkommen. Ja, hier. Goldene Bücher. Weil dort im anderen Raum waren jetzt keine mehr. Kann ich das hier irgendwie aufhängen? Nein. Ich glaube mal nicht, dass das hier irgendwas... Haut doch alle mal ab. Ich glaube mal nicht, dass, wenn ich diese Bücher hier einsortiere, dass das irgendwas bringt. Okay, da war auf jeden Fall ein Buch. Ach, das sind die Bücher. Ja gut, dann... Ein goldener Stein, Nummer 86. Nummer 87 meine ich natürlich. So, das könnte es tatsächlich jetzt auch schon gewesen sein, hier in diesem Raum. Okay, wir gehen jetzt aber mal kurz zum tropfenden Kessel zurück. Dann kaufen wir jetzt nämlich den Minikit-Detektor. Der Spinde. Steht er mir hier, kommt er dem Weg? So. Hogwarts Hauswappenfinder. Schnell graben, kaufe ich jetzt auch mal. Weil jetzt hat man halt das Geld einfach. Extras. Schnell graben an. Hogwarts Hauswappenfinder an. So. Und ich denke mal, jetzt werden wir hier einfach mal das erste Level in diesem Part machen. Glaube ich, oder? Oder irgendwie habe ich auch Lust, mich jetzt ein bisschen mehr umzugucken hier. Ja doch, ich glaube, das machen wir jetzt im Part im nächsten Level. Fangen wir dann die Level an. So, was gibt es denn hier? Ah, okay, hier gibt es die ganzen Zwischensequenzen, glaube ich, nochmal. Was ist das?
Achso, okay. Ja gut, das sind nochmal alle Zwischensequenzen, die es im Spiel gibt. Die zwei hier sind gesperrt. Keine Ahnung, wie man die jetzt bekommt. Werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. So. Hier unten sind die Minikits ausgestellt. Also von allen. Die goldenen Steine, meine ich. Man braucht eine bestimmte Anzahl an goldenen Steinen, glaube ich. Oder auch nicht. Ich verstehe es gerade. Ja doch, ich verstehe schon. Von halt den einzelnen Filmen. Ja. Gut. Aber das dauert noch ein bisschen. Dann können wir sich hier ja vielleicht ein bisschen umgucken. Man kann ja hier zum Beispiel hier unten ja einmal in die Nocturne-Gasse gehen. Und mal gucken, was hier so los ist. So, so, eine Treppe bauen. Und wer ist das? Igor Karkarov. Igor Karkarov. Ist doch nicht so schwer. Aha, da oben ist noch ein Charakter. Komm, schieß mich hoch. Gerissener Zauberer. Hier bringt nichts. Nee, nur Geld. So, was haben wir hier? Ah, hier ist das Bonuslevel. Das, was man kriegt, wenn man 200 goldene Steine hat insgesamt. 88 habe ich jetzt hier. So, Fische. Ich muss denen irgendwas Besonderes machen. Na, ich kann aus den Ballons machen. Ja, gut, dann tschüss. Au, au, aua. Au, die, aua. Nein, nein, das war knapp. Ah, hier ist was drin. Einfach nur Geld. Okay. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass hier jetzt gar kein Geld mehr ist, weil ich schon eingesammelt habe. So, was ist das hier für ein Laden? Ah, hier kann man Zauber kaufen. Kosten mir dann momentan doch erstmal noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, einer war auch sehr teuer. Ich suche den mal kurz. Ja, hier. 4 Millionen. Da oben gibt es die Cheatcodes. Ich habe früher, als ich dieses Spiel gespielt habe, mit Sicherheit auch schon mal ein paar Cheatcodes benutzt. In diesem Let's Play werden wir keine Cheatcodes benutzen. So, da rechts, da möchte ich noch momentan noch nicht rein. Dort gibt es nämlich die die Bonuslevel. War jetzt auch so schwer. Die Bonuslevel gibt es dort und da gehen wir dann nach der Story, nach der Hauptstory rein. Okay, wir machen dann jetzt doch nochmal hier das erste Level. Freies Spiel, das erste Mal. Vielleicht sollte ich jemanden mit schwarzer Magie kaufen. Wäre vielleicht gut. Am besten jetzt erstmal die wichtigen Charaktere kaufen. Theoretisch könnte ich auch kurz alle kaufen hier. Aber nein. Das dauert jetzt ganz kurz. Ich hoffe, wir haben überhaupt einen mit dunkler Magie. Und einen starken Charakter brauchen wir wahrscheinlich auch. Ne, Cedric brauche ich nicht.
Igor Karkaroff, der kann möglicherweise dunkle Magie fangen, kaufe ich einmal, Dobby nicht. Das dauert so lange, bis man ganz hinten angekommen ist. Okay, der gerissene Zauberer, der kann das mit Sicherheit. Krummhai ist, glaube ich, auch ein starker Charakter. Okay. Mehr gibt es hier nicht. Moment mal. Eins weiß ich noch. Ein Charakter gibt es hier noch. Den holen wir noch ganz kurz. So. Hermine Ballkleid. So. Und das erste Level starten wir jetzt. So, ich wähle direkt mal Igor aus. Und wie der nicht danach aus, als ob er irgendeine Magie beherrscht. Vielleicht braucht man hier auch keine im ersten Level. Ja, okay, das ist an. Ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere noch fehlen. Vielleicht kann er ja dunkle Magie, weil eigentlich hat man, jeder der dunkle Magie kann, hat doch eigentlich den Avada Kedavra dabei. Den Zauber. Okay, gut, dann. Helft mir mal bitte irgendeiner hoch. Was soll das? Allein kann ich das nicht, oder? Nö. Ah, jetzt. Nein, ich brauche. Oh Mann. Komm hoch. Ach, okay, der macht das automatisch. Oh, ich hoffe dann einfach mal, dass man hier noch keine dunkle Magie braucht in diesem Level. So. Da war mal ein Hauswappen. Schüler in Gefahr ist schon gerettet. So, die 10.000 Stat hole ich dort oben einfach mal. So, hier gibt es dann auf jeden Fall momentan noch nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Charaktere hier noch fehlen. Ich weiß gar nicht. Also, wenn man das dort vorne sauber macht, dann kriegt man ja was. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Ich mach's einfach zur Not nochmal. Und wenn ich schon gemacht habe, dann ist es halt jetzt doppelt sauber. Wie bin ich, hä? Bin ich nice gegen gekommen? Wenn man mal kurz unaufmerksam war. Ach nö, jetzt fällt das ganze Teil wieder zurück. Ach, das. Okay, das ist scheiße. Okay, ein Hauswappen fehlt auch nur. Und Charaktere, ich glaube Charaktere fehlen alle drei sogar. Ich glaube, Charaktere wurde nichts eingesammelt. Okay, das war mein Hauswappen. Das habe ich aber schon. Okay, da rechts ist auf jeden Fall das letzte Hauswappen. Was passiert, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mit dem rede? Ah, na gut. Eigentlich nichts. Da wird nur kurz das Bild ausgeschwärzt und dann war es schon. Was mache ich denn hier überhaupt?
mache ich hier? Was so? Ist doch nicht so schwer. Und hier brauche ich dann Hagrid oder Fang. Habt ihr beide dabei. So, und das war... ist schon das Letzte. Was haben wir hier in dem Level? Das Level ist ja auch generell nicht wirklich lang hier, das erste. Und hier wird ein Charakter drin sein. Mr. Ollivander. Ist hier rechts noch was? Ja, da ist noch eine Kiste. Mit noch einem Charakter. Komm, der Gastwirt. Und einer fehlt möglicherweise noch. Bin ich mir aber noch leicht unsicher. So, mal gucken, ob hier gleich noch ein Charakter kommt. Komm, mach auf. Ach ja, gut, hier. Oh, Entschuldigung. Geh doch. Ach, Mann, du bist doch so... Du stehst im Weg. Ja, hier, letzter Charakter. Griphook. Oh, den hatten wir auch noch nicht. Ja gut, den sollten wir dann am besten im nächsten Part kaufen. Gut, jetzt kommen wir nämlich einfach zurück zum tropfenden Kessel. Speichern und verlassen. Die drei Charaktere hier haben wir freigeschaltet. Auswappen. Das erste Mal, dass alle voll sind. So, 3 Millionen Stats sind wieder mal erreicht. Goldene Steine haben wir jetzt 90... 89. Ups. Na egal. So. Und im nächsten Part machen wir dann weiter mit... Ich denke mal in Hogwarts werden wir uns ein bisschen umgucken. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.